Ewigkeit und herzlich willkommen bis zu Dragon's Prophet. Ne, zu Dragon's Prophet, nicht bis zu Dragon's Prophet. So, wieder mit Dana und Raven, den beiden Schnittchen. Hi. Und Schnittchen. Guten. Raven hat mich gerade völlig verarscht, der kleine Sack. Ich kann nicht mehr begrüßen. Ja, war mir klar. Oh, so, Raven, mach mal Anmoderation. Stille. Arsch. Wie gesagt. Egal. Du hast gesagt, du begrüßt. Ja, egal. Anmoderation klang gerade professioneller. 82.000, ja, Mann. Nein, 82.300 und Maul, jetzt ehrlich. Ist die Zahl weg. Oh. Ohne Spaß aller Maul jetzt hier. Ich wurde gerade voll von dem Windrad getroffen. Was? Geht das? Ja. Ich flieg jetzt auch in dieses Windrad. Ich komme nicht mehr rein, ich komme nicht mehr raus. Hilfe, ich bin verwirrt. Was? Hey, das knarzt sogar. Du hast halt nicht das Dingens aktiviert, diesen Erfahrungsbuff. Doch, hab ich. Nee, Dana. Ach so. Deswegen hab ich das. Doch, hab ich. Ja, jetzt schon. Oh, hätte vorher machen müssen. So, da hinten ist mit so Anta. Asna. Hat der bestimmt Asthma. Ist Lispel auch nicht? Ich bin da. Nein, gar nicht. Labernet. Erster. Zweiter. Ich sehe ihn nicht. Er ist unsichtbar. Plopp. Ne, wahrscheinlich ist er nur im Keller. Nein, hier steht Quest jetzt. Ich weiß noch, wie wir auf der Gamescom mit Dancer geredet haben. Und hier waren wir hier in Messner, weil wir gerade von der Bahn kamen. Und haben den Gehegeverwalter gesucht. Ja, und dann haben wir zusammen den Gehegeverwalter versucht mit Dancer. Und wir wussten nicht, wo er war. Das war lustig. Weil der ist, oh Mann, ey. Oh, wir müssen weiter nach, wie heißt es? Lyon? Lior, Linor. Lyon? Oh, da holen wir uns erstmal einen schönen Wein, oder? Habe ich gedacht. Nee, ab nach Linor. Ach, da mit dem Sack. Linor. Nee. Ich bin dann mal weg, ne? Meine Reise auf dem Jakobsweg. Wo ist denn der Sack jetzt? Ach, hier, da. Oh, ich hab gleich Level up. Oh, ich sehe da nur irgendeinen komischen, hässlichen Vogel rumspringen. So, nehmen wir. Nee, komm. Komm, Freyari hatten wir schon so oft, wir nehmen mal die Katze. Katze? Ja, die Katze hast du auch. Das ist voll hässlich. Weißt du, wie schnuppe mir das ist? Die Katze ist hässlich. Ja und? Hauptsache es hässlich. Ist Abwechslung drin. Ich ziehe jetzt auch mein anderes Kostüm an, das hässliche. Die Katze ist hässlich, mein Kostüm ist hässlich. Nein, passt doch alles. So, wo müssen wir hin? Nach Lyon. Oh Gott. Also ich bin schon fast da, ne? Wer fliegt denn da falsch? Aldarin, war ja klar. Ah. Und du Porter, ey. Ah, wie geil. Eher auf uns warten, also. Portal 2 ah, in Dragon's Prophet. Keine gute Idee. Hä, warum? Was? Ich hab... mitten im Flug habe ich die Dinge... Diese. Hä, wie kommt man hier lang? Hier ist eine Felswand. Wie bist du hier lang gekommen? Diese Taste habe ich gedrückt. Mitten unten ist ein Durchgang, du Idiot. Mit dem Flug habe ich diese Taste gedrückt. Was eine Kacke. Und was macht mein Charakter? Er steigt ab. Er fliegt runter, genau. Es ist auch ein Weg, nach unten zu kommen. Alle Wege führen nach unten und nach Rom. Eher nach aber unten. Das Lustige war dran, ne? Du hast aber nicht gedacht. Nee, da war so ein Eisberg, der ging schräg runter. Deswegen bin ich da runtergerutscht, hab kein bisschen Schaden genommen. Das gibt wieder 27.000. Zwei genau. Gold. 2245, hä? Was? Boah, hätte ich auch gerne. That's what I like to have. Jo. Ich krieg irgendwie weniger Erfahrung. Echt? Ja. Hä, hey, du hast... Weil ich höheres Level bin. Stimmt. Oh, haha. Ich könnte jetzt natürlich dreist sein, mich einfach hier hinstellen und meine gesamten Felsen umwandeln. Eisseepeiniger. Level 66. Mal gucken, ob man das tamen kann. Bestimmt nicht. Dieser Drache kann nicht getamed werden. Sag ich doch. Ist doch scheiße, aber... Kämpft die lokalen Dünnerzerstörer und Eisseepeiniger. Ja, beeil dich mal hier, dann kriegst du auch noch was. Ich nehme Schlitten. Yay! Was? Oh, das wäre geil. Geht aber nicht. Das ist doch nicht möglich. Das ist unmöglich. Du bist unmöglich.
So, Eisseepeiniger. Sind es diese komischen hässlichen Kühe da hinten, oder? Nein, das sind Drachen. Die sehen aus wie Verdammnisdrachen. Oh, ja, stimmt. Ich sehe einen fliegen, das kannst nur du sein. Oh ne, es ist Dana. Ah ne, es seid ihr beide. Oh, ein Linor-Zerstörer, töten wir auch. Ja, mach mal schnell. Achso, Linor-Zerstörer und Eisseepeiniger. Oh, du hast dein SM-Kostüm wieder an. Ich habe natürlich mein SM-Kostüm wieder an. Ich meine, ich bin nur mit euch zwei unterwegs. Oh ja. Oh ja. Grün! Grün, grün, grün wie ein Telefon. Je ich weiß nachdem, nicht, welche Farbe dein Telefon hat. Mein Telefon ist schwarz. Es gibt diese Ice-Phones, kennt ihr die? Was? Es gibt ja Ice-Watch und es gibt auch Ice-Phone. Das ist sowas ähnliches, dort musst du dein iPhone dann reinstellen. Kenn ich nicht. Und dann kannst du so einen Hörer abnehmen, so einen bunten Hörer. Okay, alles klar. Voraussetzung ist natürlich, du brauchst ein iPhone. Weil sonst der Anschluss nicht passt. Also ich weiß nur, dass ich gestern einen Film gesehen habe von 1988 und da hatte der nette Herr ein Hamburger-Telefon. Das war geil. So ein Hamburger zum Aufklappen, das war ein Telefon. Boah, war das nice. Was war das für ein Film? Irgend so der Prinz von Zamunda, glaube ich, hieß der. Was? Ja. Was guckst du dir an? Keine Ahnung. Ich guck sehr selten Fernsehen. Also bitte. Alles okay mit dir? Nein, eigentlich nicht, wenn du so fragst. Der Prinz von Zamunda? Ja. Da ist irgendwie so ein Vater und der sucht seinen Sohn und der ist irgendwo in New York im Urlaub oder so. Ich hab's geschafft. Viel Glück, ich auch. Echt? Du hast sie alle? Ja. Das gab jetzt nochmal 10.000 Erfahrungen für jeden. Nice, dann dürfte ich jetzt ein Level up haben. Ach so, jetzt gibt's nochmal 17.000 mal 3 oder so. Dann hab ich Level up. Ich noch nicht ganz. Oh, und ich habe ja noch meine Erfahrungskugel, die du nicht hast. Untersuch das Becken am östlichen Berg von Linor. Das ja. tut doch gerne. Ihr habt Level 61 erreicht. Auch schon. Auch schon, danke. Ja, ich bin einer der schnellsten. Sieht voll lustig aus, wie der vorne rumfliegt. Ich habe alle Waynes Schlüssel erhalten. Glückwunsch. Ich nicht. Das ist ein Quest-Item, seelengebunden. Ich frag mich, was das ist. Wow, ich flieg einfach mal drüber hier. Ja, ich auch. Oh, ich folge dir. Was passiert eigentlich, wenn man von hoher Höhe in Wasser fällt? Nichts, ne? Weißt du, woher... Hoher Höhe. Ich hab gewusst, dass hier die Plünderer sind, ne? Das ist doch immer so. Ohne Spaß. Das und das. Oh, da sind ja Plünderer, Raubplünderer. Das ist doch immer so. Hey, und Schatz. Das ist so ein Schacks-Alchemist. Hey, und irgendein Bassboss. Erster. Toll, und ich habe die leere Tagebuchseite bekommen. Hey, da ist ein Eisklotz. Ich stehe drauf. Lass den armen Eisklotz in Ruhe. Kehrt zu Fredan Lussen zurück. Lass mal Lussen. Haha, so. Wir waren ja beim Chinesen. Boah, der Chinese war vielleicht ätzend. Also das Essen vom Chinesen. Schmeckte alles nach nichts. Und wir saßen im Aquarium. Hat alles nach Chinese geschmeckt. Haha. Ich weiß zwar nicht, ob du schon mal Chinese gegessen hast, aber... ich habe nur Japaner gegessen, nein. What? Voll eklig. Nee, da war so ein Fisch in dem Aquarium und der war blind und der ist die ganze Zeit gegen die Scheibe geflogen. Das war voll eklig. Ja, Fische können fliegen. Oh Mann, nein, geschwommen. Scheiße. Oh Mann. Ja, da Scheiße. Jetzt kriege ich schon wegen euch einen Sprachfehler hier. Okay, den hatten wir schon so oder so, aber... Wollen wir Palchi noch ein bisschen helfen? Wer ist denn das? Achso, wo ist der eigentlich? Der ist hier und kämpft gerade gegen Viecher. Ja, gleich. Oder wollen wir es lassen? Wenn er fragt, helfen wir ihm. Sagen wir es so. Okay, ich mach die zwei, helfe ich ihm noch. Danach bin ich erstmal wieder... Oh, er ist gestorben. Du bist so... Was? Ja, er ist gestorben. Hä? Du willst mich jetzt verarschen. Nein, er ist gestorben. Oh, die ist schlechter. Okay, dann bleibe ich mal hier stehen und warte auf euch. Nö, ja, ich wollte gerade sagen, wir gehen einfach weiter. Sorry, Palchi, wenn du das siehst, aber... Hä, wie ist der jetzt gestorben? Bin ich jetzt blöd? Ich weiß nicht. Der hat gekämpft und dann ist er gestorben. Der hat gegen 2 gekämpft und hat es nicht geschafft mit Level 60. Reife Leistung, mein Freund. Moment, hatte ich das nicht schon mal? Ach, du Kacke. Was ist das denn? Dieses grüne Ding da hinten, willst du uns mal helfen hier? Pestscheusal.
Quest musst du auch machen. Ja, ist schon klar. Ich bin ja, ja schon da. Ja, ich wollte dir nur gesagt haben. Ja, ne? Wir müssen ja eigentlich nur aufräumen in der Bude und dann einen Brief klauen. Also eigentlich nur aufräumen und klauen. So, und welchen müssen wir klauen? Den da. Bei mir. Unbekanntes Dokument. So. Da hinten ist hier so ein Pestscheuser. Boah, ist das eklig. Bäh. Den mach. So. Wollen wir den gerade mal down machen? Ja, wahrscheinlich müssen wir den gleich machen für die Quest. Deswegen hätte ja, ich stimmt. Mal dann lassen wir es gelassen. Das haben wir immer falsch gemacht, ne? Weil, oh, ein Boss. Töten wir ihn. Ja, oh, genau. Töten wir ihn. Und dann haben wir da 10 Minuten gestanden und gewartet, bis er gerespawnt ist. Yay. Wer ist es da neben mir, der synchron mit mir fliegt? Ach, ich du Schnittchen. Nicht. Doch, du. Ich brauch 60.000. Wie viel kriegen wir für die Quest? Ein bisschen. Keine Ahnung, wie viel. Ich glaub, 9.000. 19.000 macht wieder 80.000, oder? Nee, ja, 60. 9. Das heißt, ich hab ein Level Up, glaube ich. Glückwunsch. Was? Hey, dann bist du ja 2. Oh, du bist ein Scheißsack. Was? Nee, noch nicht ganz. Ganz knapp. Haha. 49, 5000. Ich hab den gerade gesucht und der stand in euch drin. Ihr seid scheiße. Das ist ein Henker Tarsheet. Moment, lass mich mal gucken, wie voll meine XP-Kugel ist. Die Loderhöhlen. Okay, wir müssen da hinten jetzt rein. Meine XP-Kugel ist gleich voll. Sehr nice. Ich wollte gerade mal gesagt haben, da war doch eben noch keine Instanz, oder? Doch, da war schon eine Instanz eben. Echt? Ja. Dann wird die mir noch nicht auf der Map angezeigt. Oder dann du bist blind. Das ist soll sein. Nö. Ungern. Echt? Wollen wir erst Pestscheuser machen? Ach nee, das ist da unten. Das ist links. Doch, rechts meine ich. Wollen wir das noch mitnehmen oder lassen wir? Ruin von Feis Hore. Ja, komm, lass mal machen. Gerade aus Spaß. Ruin von Feis Hore. Das ist ja auch da markiert, oder? Pestscheuser. Ja, genau, ist da markiert. On the Karte. The Karte. Wer ist da hinter mir? Die Nummer 1. Hopp, und wer ist die Nummer 1? Ja, wer wohl? Nicht du. Nee. Natürlich. Ja, ich weiß. Nee, es ist leider Raven, aber... Du bist bei mir Nummer 2, warum? Keine Ahnung. Das finde ich cool, das Ding hier. Los geht's. Das ist so protestlich. Wow. Jetzt übertreib mal nicht, du scheiß Scheusal, ey. Lol, mein Drache kriegt auch dick Fettschaden. Bist du da, ne? Wollte ich auch gerade fragen. Mein Drache ist tot. Dein Drache ist... What the fuck? Das ist echt nicht gerade ohne Witz. Ich kann das nicht tanken. Bist du da, Dana? Fällt mir gerade auf. What a bad Witz. Ja, ist so. Aua. Aua. Echt lustig. Pestscheuß-Hall ist weg. Grün. Oh, nice. Einhandschwert, das brauche ich. Ja, schön. Wehe, du kriegst das jetzt, Alter. Dracheneinfluss. Oh. Oh, du bist so scheiße. Oh, braucht jemand ein Schwert oder eine Kette? Ey, gib mir die Kette. Er kann's gerne haben. Ich brauch das Schwert, aber es ist Level 66. Ja, also, behalt mal das Schwert. Ich hab eh keinen Platz. Ah, ich muss nochmal zurück. Warte. Nö, ich hab richtig geile. Also. Trotzdem. Komm gleich wieder, ich muss nochmal nach Lyon einen schönen Wein kaufen. Hey, Message Event Transaktion abgebrochen. Nice. Nochmal. Ja, das gibt's manchmal. Das sind einfach nur so Fehler. Freu dich einfach drüber und töte sie. Transaktion war nicht erfolgreich? Hä? Wieso nicht? Seelengebunden? Die ist nicht seelengebunden. Warte mal. Hä? Nochmal. Was willst du denn handeln? Eine Kette, die nicht seelengebunden ist. Ich kann sie ja reinziehen. Wenn sie seelengebunden wäre, könnte ich sie nicht mal reinziehen. Game Message. Ja, eben. Naja, dann vergiss es. Sorry. Ja, das ist jetzt verwirrend. Hä? Das kapiere ich auch nicht so ganz. Wir müssen übrigens zu den Loderhöhlen, ne? Ich weiß. Ich Warum geh nur bist noch, du da zurückgeflogen? Weil ich guten Wein kaufen gehe. Bei N. Hopley. Ja. Toll, du bist der Apotheker. Ich möchte dir was verkaufen. Du brauchst keinen Wein. Nice, der Alchemiehändler liegt auf dem Boden. Nee, ich muss was verkaufen. Ich muss verkaufen. Ich hab so viel Scheiß. Das kann weg. Weg. Hier geht's rein. Das sieht ja schick aus. Sieht geil aus, gell? Ja. Was? Was verpasst ich gerade? Ja, komm mal her. Dann weißt du, was du verpasst. Oh ja.
Das weiß ich gleich. Moment, ich komme gleich ran. So, und jetzt da drüben ist das Schild. Ich stelle mich mal anders. Nein, nein, ich will noch nicht rein. Ich will eigentlich nur einen geilen Screenshot. Ich finde die Musik gerade geil. Obwohl Dragon's Prophet nicht immer so geile Musik hat, muss ich sagen. Ah, der Auktionshausverwalter. Okay. Dubstep wäre besser. Dubstep. Wo bist denn du jetzt? Boah, ey. Ich komm ja schon, chill mal hier. So. Ich hab auch einen Tor. Ich hab einen toten Drachen dabei. Hä, das geht doch eigentlich gar nicht. Wie soll ich einen toten Drachen mitschleppen? Hä? Ja, mein Drache ist tot, aber wie nehme ich den mit? Du kannst jetzt die Geistermünzen kaufen. Die 24-Stunden-Geistermünzen. Was? Immer im Shop oder was? Es gibt jetzt Wuwu, der Geist! Bitte was? Ein neues Pet! Nicht mehr Kuku, sondern Wuwu! Nein! Oh Gott, ohne Witz! Das sieht wahrscheinlich. Alter! Ohne Spaß, das sieht wahrscheinlich genauso aus, nur hat eine andere Fresse! Ja, das ja. Ist... Oh mein Gott, ich werde mir das nicht zulegen! Sorry! Nein, will ich auch nicht mehr. Ohne Spaß, Alter, ohne Spaß. Ach ja, Wuhu. Wuhu, ich bin da. Und was wo ist meine Katze? Da ist meine Katze. Was sagst du, die Instanz? Wie sieht's aus? Nice. Ja, richtig ne? Nice. Und ich mache erstmal einen Screenshot davon. Ich bin drin. Ich auch. Wuhu. Nice. Boah, die Musik Pinguine. Ist... Was? Pinguine! 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 Ich will rein! Pinguine! Ja, Mann! Warte, am Ende dieses Dingens hier, der Story Quest, kriegst du Pinguine, oder? Was? Erforschung? Ja, Mann! Ich will. Das wäre Hammer. Ich will einen verfickten Pinguin. Schlangenhaustier. Das ist bei Erforschung. Warte, bei Quest? Hauptstory? Ja, Mann, ich will den verfickten Pinguin. Nee. Komm, ich kann nicht ihn tamen. Großdrachenverfolger. Das ist ein Titel. Nee, das ist bei Erforschung. Und ja, dann da gibt's nur eine Schlange. Oh, eine Schlange. Ja. Was krieg ich in den Nazier? In den Nazier kriegst du einen Pinguin. In den Nazier kriegst du einen Pinguin. Ich hab Level up, ne? Ja, aber da muss man. Glückwunsch. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ja. Ich habe extra mir den Skill Vernichtungssphäre zugelegt. Noch kein einziges Mal benutzt. Ja, dann machen wir jetzt mal. Wie sieht denn der aus eigentlich? Ah. Ich habe irgendwie so einen Schritt gemacht. Wow. Probier den mal hier an dem Eishöhlenpinguin aus. Was? Ich liebe diesen Skin Geschicklichkeit. Der sieht so geil aus. Skin Geschicklichkeit? Ach, es schießt so eine Kugel. Das war eine Adler, der da. Ah, ich glaube, die ganze Zeit drauf hat. Komm, grün Loot. Zack, danke. Oh, geil. Aus so einem hässlichen Vieh? Schon nice. Meine Kugel ist. Ah, die Kugel kenne ich, glaube ich. Das ist so eine Elektrokugel, ne? Die der schießt. So eine kleine. Ja, genau. Nice, was da rauskommt. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Dafür, dass es nur Pinguine sind, haben die ziemlich viel geiles Zeug unter ihrem Wrack. Boah, der haut richtig rein, der Skill. Ja, ja. Dem gebe ich gerade mal noch einen Punkt, wenn ich... Kann. Ach, genau. Den hast du jetzt erst. Ja, hab ich erst. Eher gesagt, ich hab ihn schon ein bisschen, aber ich hab ihn nie benutzt. Nie benutzt. Dachte ich mir so, ja. Der ist vollkommen falsch, Mann. Am falschen Platz. Ich mach den jetzt auf V. Ja, komm, so. Zack. Zzt. So, ich hab... Eine Polarmaus, wie süß. ich bin gerade verwirrt, egal. Ach komm. Ein bisschen kann man mal ranpullen, oder? Ja, ein bisschen, Was macht Dana da hinten? Hast du Spaß mit deinen Pinguinen hier? Ach du Scheiße. What the fuck, ich hab dick Fettschaden auf dem Maul. Sorry. Ich mach die gerade dick fett fertig. Geht schon. Ihr hättet es wahrscheinlich nicht überlebt, aber egal.
Ja, wir haben auch ein paar tausend Leben weniger als du, also ja. Sagt mal nix, ne? Ich bin mal ganz ruhig. Aua, 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 der tut weh. Au. Ja, ich. Ja, ihr, der steht da hinten mit euren Bögen. Ja, sag ich doch. Der Scheibe. Ja, da hast du recht. Ich habe jetzt in Guild Wars auch einen Windläufer genommen. Hehe. Klar. Ich muss mich heilen. Na komm. Ich mag irgendwie die Scheiße. Schild. Mal wieder. Ich mag irgendwie die Dingens nicht, die, wie heißen sie? Ah, Waffenmeister nicht, die auf Wildheit gehen, weil sie dann nur Crit-Schaden bekommen. Ist zwar schön, Schaden zu haben, aber... Nee. Ist schön, Schaden zu haben? Guck mich an, weißt du, was schön ist, einen Schaden zu haben. Oh ja, das Zweihandschwert kann ich gebrauchen. Oh, sorry. Ja, das Schwert hatte ich eigentlich. Oh, ich weiß gar nicht, was du mir alles gegeben hast. Du hast mir so viel gegeben, dass ich fast die ganze Bank... Okay, ich habe die ganze Bank voll, aber gut. Ich habe Platzmangel. Hilfe. Akuter Platzmangel. Ja, aber echt, ey. Ich bräuchte eine größere Bank oder größeres Inventar oder am besten beides. Wow. Was denn? Was denn? Wow. Was hast denn du? Ach so. Ich hasse was zum? Brustlodon. Ich will den tame. Schade. Ja, ich auch. Aber es ist leider kein Drache. Das ist die Scheiße. Oh, der ist schon tot. Kommt der her? Wo kam der her? Der saß auf dem Fels da. Ich habe den erst nicht gesehen. Oh, okay, gut zu wissen. Hey, da ist noch einer. Ein Pogonodon. Boah, sind die easy. Stark, ich glaube, wir hätten es auch auf schwer machen müssen. Rattenstark. Oh, hier liegt was Totes. Das ist nicht tot. Wetten. Ah! Ja, so viel zum Thema. Das ist nicht tot. Ah! Geil. Schwingdrache. Tame, tame, tame. Oh. Ja, als ob du den tamen kannst. Ging nicht. Irgendwie ja. Hey, da ist noch einer. Junger Wurmschwingdrache. Wurmschwingen? Schwing, 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 schwing. Ja. Gattam. Echt mal. Hey, bin ich gerade der Einzige, der nicht genau daran gedacht hat? Was? Daran, dass sich das irgendwie falsch anhört. Ein Wurm? Ja. Wow. Was ein Wunder. Hey, da stehen irgendwelche Pflanzen. Ich habe irgendwie das Gefühl, als würden mich die Pflanzen gleich töten. Pinguine, Mann. Warum töten wir die Pinguine? Wir sind so böse. Ich habe ein Herz für virtuelle Pinguine. Ach ja. Was? Man kann die Pflanzen töten oder ist da noch was? Ach, ja, da ist ein Pinguin dahinter. Jetzt kommt ein junger irgendwas Drache. Nee, ein Pogodon. Ein Pogo. Danach kommt junger irgendwas Drache. Ey, die Pogos bei LOL waren schon geil. Was für Dinger? Die Pogos. Pogos? Aram. Ah, du bist so dumm. Die hießen nicht Pogo. Wir haben sie aber Pogos getauft. Nein. Die Poros hießen sie. Fuck. Die hießen Poros und wir haben sie Wombos genannt. Wombo, genau. Ja, scheiße nochmal. Mann, das habe ich im Gedächtnis. So dumm, ey. Ja, echt. Scheiße. So, ja, fast doch, seid fast ihr alle doch am Sterben? Ich auch. Halbfähigkeit. Ich will noch nicht sterben. Warum hat meine Heilfähigkeit mich nicht geheilt? Egal. Nee, ich krieg zu jetzt spät, schon tot. Kein Loot? Was ein Scheiß. Doch, ein kurzer Ast. Nice. Davon hast du doch schon einen, Fabi. Ja, ich weiß, davon habe ich genug. Nee, den hatten wir letzte Folge schon, sorry. So, ich würde mal sagen, ich muss euch leider wieder unterbrechen. Wir machen erstmal wieder eine Pause. Mitten in der Instanz? Die geht nämlich, glaube ich, nicht mehr lange. Und dann kommt nur noch der Boss. Ja, eben. Ein bisschen ist gut. Habt ihr auch, wenn ihr nach unten geht? Zwei Portale am Ende? Ja. Ich einmal auch. Abenteuer, Zonen, Teleportationsportal und einmal Loda. Ja. What? Ja, und das gucken wir uns gleich mal in der nächsten Folge genau an, was da so rangeht, ne? Ja, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Tschüss. Tschüss.